Ja, Freunde, ich habe mich angemeldet. Ich habe mich für meinen allerersten Calisthenics-Wettkampf angemeldet. Und zwar auf der FIBO dieses Jahr wird der Calisthenics Endurance Showdown stattfinden. Aber was ist der Calisthenics Endurance Showdown? Bis zu 100 Athleten aus der ganzen Welt kämpfen darum, der beste Calisthenics Endurance-Athlet zu sein. Dabei geht es als allererstes darum, in einer einminütigen Qualifikationsrunde so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Für ein Muscle-Up gibt es 4 Punkte, für ein Pull-Up 2 und für ein Bar-Dip 1 Punkt. Die 16 Athleten mit den meisten Punkten qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der sie sich in einem 1 gegen 1 Battle bis hin zum Finale ihren Weg bahnen müssen. Dabei müssen verschiedene Kombinationen aus Muscle-Ups, Dips, Push-Ups, Pull-Ups und Else absolviert werden. Wer am Ende siegreich aus allen Battles hervorgeht, steht nicht nur ganz oben auf den Treppchen und gewinnt die Competition, sondern verdient sich auch jede Menge Respekt. Ich mache es ja schon seit über 10 Jahren, spezifisch aber für so Sets und Reps und Endurance habe ich eigentlich noch nie trainiert. Ich glaube, das wird ganz lustig. Mir geht es nur darum, einfach mal dabei zu sein, Wettkampferfahrung zu sammeln, die Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen, weil ich glaube, es wird einfach ziemlich, ziemlich geil, egal wie man da abschneidet. Es geht in 6 Wochen los. Bedeutet, ich habe jetzt noch 6 Wochen Zeit, mich fit zu bekommen. Let's go! Guten Morgen, Friends! Es ist FIBO Day 1. Ich bin noch zu Hause in Heidelberg, aber es geht gleich los. Ich freue mich mega. Ich habe heute richtig scheiße geschlafen. Meine Uhr hat mir gesagt, ich bin erst um 3.30 Uhr eingepennt. Ja, könnte besser sein. Aber solange es heute Nacht besser ist, ist alles gut. Heute muss ich noch nicht fit sein. Deswegen, ich packe mein Zeug voll zu Ende und dann geht's los. Wir waren jetzt gerade im Kelly-Stand, haben mal kurz allen Hallo gesagt. Es sind sehr viele Leute da, es geht richtig ab, die Freestyle-Competition. Absolut geisteskrank, was Menschen in der Lage sind, mit ihrem Körper zu machen. Das ist wirklich heftig. Jetzt geht's in Halle 10. Ganz viel kostenlose Sachen. Wir sind nur auf der Suche nach den Schnäppchen. Ich sag euch das. Und auf der Suche nach einer zum Bankdrücken. I'm moving, gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Für den Anstand, ich direkt ein T-Shirt bekommen, also so kann die Beute weitergehen. Let's go. Ich habe irgendwas verbrochen, und was ich verbrochen habe, drehe ich am ersten Rad. Und am zweiten Rad ist sozusagen, was du tun musst. Okay, too many chest days. Too many chest G days. 10 pull-ups. Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? Wir sind heute 10 pull-ups schwer gefallen. Super, 10 mehr, komm. 21, sehr gut. Ja, ich habe so schlecht geschlafen, das merke ich gerade richtig hart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, sehr gut. 28. So sieht man nach einem Tag FIBO aus, also. So, Freunde, wir sind jetzt bei Monique angekommen. An der Stelle auch nochmal ein fettes, fettes Dankeschön wirklich an Monique, dass wir hier heute schlafen dürfen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir zimmern uns jetzt noch was rein. Ein paar Erdbeeren, hier noch so ein Protein-Joghurt, eine Hafermilch und noch Reiswaffeln. Haben wir auch schon einiges gegessen. Dann geht es relativ zügig eigentlich auch schon ins Bett, denn morgen steht ja der Wettkampf an. War ein mega anstrengender Tag, aber hat sich richtig, richtig gebockt. Auch die ganzen Athleten zu sehen, ist echt crazy, was Menschen in der Lage sind, mit ihrem Körper anzustellen. Also wirklich, wenn man so Calisthenics-Athleten in echt nochmal sieht, das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Ein großes Dankeschön geht auch an Prosis, die mich hier auf der FIBO und ja auch schon die letzten Jahre schön unterstützen. Die sind auch Sponsor des heutigen Videos, die begleiten mich hier bei meiner Competition. Sieht auch geil aus, das T-Shirt. Ja, das ist ein Classic. Prosis Army Oversized. Steht auch hinten was Geiles drauf.
die Hose, der Pulli, den ihr im Video schon gesehen habt, die Schuhe, falls ihr irgendwelche Subs braucht, geile Kleidung oder sonstiges. Ihr wisst ja, mit meinem Code Schwarz spart ihr 10%. Kriegt noch die ganzen Goodies kostenlos, die es ja immer wieder in den Kampagnen gibt. Wir werden jetzt hier noch essen, werden uns dann ausruhen und dann geht es auch relativ zügig ins Bett. So, guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt wach. Wie war die Nacht? Ja, war okay. Ich habe nicht viel geschlafen, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich überhaupt gar nicht ausgeruht bin. Aber das wird sich nachher alles zeigen. FIBO Tag 2, wir sind jetzt angekommen. Da hinten ist der Calisthenics-Stand, da gehen wir jetzt gleich hin. In gut 15 Minuten ist die Introduction vom Event. Aber bevor es da hingeht, haben wir uns noch ein bisschen versorgt. Mit Pre-Stuff mal wieder. No joke, das war das Erste, was wir jetzt hier gemacht haben. Erstmal Energy geholt. Ja, morgens ist noch nicht so viel los, aber ja. Wir sind jetzt hier am Eventplatz, also hier wird es stattfinden, die zwei Stangen, glaube ich. Also ich schätze jetzt einfach mal an den hohen Stangen, ich bin mir aber nicht sicher. Es sind schon die geisteskranken Waffen da, also links von mir jetzt. Einmal Dejan Slipke, rechts von mir, hinten. Macht gerade auch sein Intro, Max True. Max True, absolute Maschine. I can hear the drums in the distance. I can feel the fear, the resistance. Everything can change in an instant. You might stay alive if you listen. Your best friend is your instincts, don't think. Trust me, everything can change in a blink. Your heart's race, I can feel my heart pounding. Our hands up and miss the shame, let me shout. This is war, you won't take me. I'm the only one who can save me. So stand strong, stand tall, stay up, don't fall. Give it everything you got, no fears, no walls. Just fight, no laws. Push yourself to the limits, just to fight for it all. Erstmal muss ich hier die Knoten lösen. Das ist ein mieser Schnitzer. So, ich habe meine erste Runde gemacht. Ich muss sagen, es sind so geisteskranke Menschen dabei gewesen. Also wirklich, ganz ehrlich, es ist vorbei. Ich bin mit der Leistung für das, dass wir so wenig geschlafen haben, alles zufrieden. Und ob es jetzt reicht oder nicht, sei mal dahingestellt. Hat auf jeden Fall jetzt schon richtig Bock gemacht. Mal ein bisschen Wettkampferfahrung hier im Calisthenics-Bereich zu sammeln. In so 30 Minuten gibt es die Ergebnisse, dann melde ich mich wieder. Wettkämpfer Max Jasper Stadig, Maxim Kumelow, Dennis Taylor, Thomas Navola, Dennis Schwarz. Yeah, let's go, Alter. Kevin Zauner. Okay. Es sind noch 2 Wochen bis zum Wettkampf. Ich bin, was das Training angeht, richtig gut dabei. Scheiß mal auf die Competition. Es hat sich jetzt schon richtig gelohnt, weil ich in dieser Trainingsphase aktuell schon so Fortschritte gemacht habe, die ich wahrscheinlich nie gemacht hätte, wenn ich nicht irgendwie ein klares Ziel hätte. Und deswegen auch nochmal der Appell an euch, macht euch ein klares Ziel. Wenn ihr ein Ziel habt, wisst ihr, wofür ihr trainiert. Ihr müsst, könnt alles andere sozusagen daran anpassen, was das Training, Ernährung und so weiter und so fort angeht. Und ihr seid viel disziplinierter und gebt viel mehr Gas. Das habe ich gemerkt. Das ist also schon was ich rausnehmen kann. Also ich bin jetzt hier gerade im Training und habe die erste Runde gemacht. Und no joke, jedes Mal, wenn ich die erste Runde mache, ist mir danach so schlecht. Boah, das ist so heftig. Ich bin so gespannt, wie das dann in der Competition wird, wenn ich die Quali-Runde, falls ich die Quali-Runde überstehen sollte. Nicht, dass ich da alles vollkotze. Das ist aktuell meine größte Sorge. If it's war, then I'm on top of it, I got flow for days, it's a weapon that you can't stop, I won't think twice until the enemy won't make it out alive. Well, where are you? Where are you, boys? Where are you? I want athletes who can stop it. 3, 2, 1, let's go! Let's go! Everybody in this battle that comes close, stays close to you. Hold up!
Schweiß auf deiner Nase, Alter. Er hat mich einfach so auseinandergenommen. Die waren gut. Das Einzige. Das ist so crazy. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. So Freunde, das waren die zwei Tage FIBO. Ihr habt die Battles ja gesehen, das Niveau war geisteskrank hoch dieses Jahr. Der Joshua, gegen den ich dann auch verloren hatte nach der Qualifikationsrunde, ist im Finale dann sogar gewesen, hat gegen Max True dann verloren. Wirklich geisteskranke Leistung von allen, die teilgenommen haben. Wie ich schon gesagt habe, das Niveau war krank. Man hat übel viele Leute kennengelernt, auch mal Menschen, die man sonst nur über Social Media kennt, dann auch mal persönlich kennenlernen dürfen. Und ja, unterm Strich hat sich's auf jeden Fall dieses Jahr gelohnt. Super viel Spaß gemacht. Für uns geht's jetzt nach Hause. Wir gehen unterwegs noch was Kleines essen. Ich konnte auf jeden Fall extrem viel Motivation schöpfen und habe viel, ganz, ganz viel Neues gelernt. Nicht nur in Bezug auf die Competition, sondern generell. Und das feiere ich, wenn man sich einfach weiterentwickeln kann, wenn man neue Sachen dazulernt, um selbst einfach besser zu werden. Danke fürs Anschauen und let's go! So, und hier sind wir jetzt in der Athleten-Area, da gibt es eigentlich Essen, ist gerade aber leer. Und hier sind die ganzen Influencer und alles. Und Dennis Schwarz. Und wir.